Das Mofa ZR20, Typ 447, wurde in den Jahren 1976 bis 1980 von der Firma Zündapp-Werke München GmbH gebaut. Die Konstruktion besteht aus einem Zentralrohrrahmen und einer Allradfederung. Bei den ersten Baureihen wurden 1,7 Speichenräder mit Leloy-Radnaben eingebaut, danach Alugussräder. Als wartungsfreundlich erwies sich das horizontal geteilte Motorgehäuse, in dem der Kurbeltrieb und die Ziehkeilkugelschaltung mit Zweiganggetriebe untergebracht ist. Das sonst eher spartanisch ausgestattete Mofa hat einen verchromten Tank und Edelstahlschutzbleche.